Hallöchen, Leute. Ja, seid ihr bereit auf ein paar schlechte Nachrichten? Denn in diesem Video, in diesem kurzen Video, muss ich mit euch über ein paar schlechte Nachrichten reden. Aber es gibt auch einiges Gutes. Deswegen werde ich jetzt versuchen, mich irgendwie besser aufzurichten und mich selbst irgendwie in meinen Worten aufzumuntern. Ja, ich komme gerade vom Tagespraktikum nach Hause, es war saukalt. Ja. Also, das, was ich loswerden wollte, ist ganz einfach ein paar Sachen. Und zwar das erste ist, dass Pokémon Rot ein Ende gefunden hat, wie ihr schon in meiner Kanalbeschreibung gelesen habt. Das sind 43 Parts plus einen Bonus-Parts, in dem ich Mewtwo fange, der ist auch nur 7 oder 8 Minuten lang. Ich weiß es nicht. Und ja, heute kommt übrigens der Part, wo wir die Pokémon-Liga machen. Und dann kommt morgen der Part mit dem Champ und der Part mit Mewtwo. Und ja, am Sonntag nehme ich mir eine Auszeit, weil da kann ich auch nicht. Da bin ich bei einem Geburtstag meiner Oma. Und ja, jetzt möchte ich mit euch über das schlechte Thema reden. Ich kann nicht davonlaufen. Und es heißt nicht, dass ich jetzt sage, ich werde keine Let's Plays mehr machen. Es wäre noch viel zu früh. Ich möchte einfach nur bezüglich Pokémon Weiß 2 was sagen, das ja eigentlich am Montag starten sollte. Dazu kann ich leider nur sagen, Leute, ich werde das Projekt abbrechen. Ich werde es nicht weiter fortführen, aber es wird irgendwann mal ein Remake geben, sobald ich eine zweite Weiß 2 habe. Also wird mir eine. Und sobald ich mit Pokémon Schwarz fertig bin. Also ich möchte Pokémon Schwarz vor Pokémon Weiß 2 Let's Playen. Es passt zwar nicht so gut, aber wie gesagt, es wäre besser, den ersten Teil zu spielen, weil doch manche die Story gerne kapieren möchten wahrscheinlich. Obwohl Pokémon Weiß zwar eigentlich gute Views hat, aber jetzt die Part 6 bis 10, die ich aufgenommen habe, in 360p. Ja, da sehe ich wirklich, dass es noch ein bisschen Zeit braucht und vielleicht wäre es doch besser, wenn ich irgendwann mal wirklich auf 480p umsteige. Allerdings ist leider das Problem, es dauert sau lange, das hochzuladen und ich habe so ein schlechtes Internet. Und Kabel-BW kommt erst bei uns im März. Und ich würde es auch gerne so machen, dass ich mir vielleicht zu meinem 15. Geburtstag endlich mal ein richtiges Handy kaufe. Dabei käme allerdings nur eine Marke in Frage, und zwar ein iPhone. Ich weiß nicht, ob ich ein 3GS oder ein 4 kaufen werde. Also 4S und 5 sind mir noch zu teuer und das war gerade mein Computer. Entschuldigt kurz. Ja, ich verwende übrigens Windows 7. Ja. Damit ihr das wisst, also ich hatte zwar mal XP, aber jetzt verwende ich 7, weil das ja auch besser ist, laut vieler Meinungen nach. Naja, egal. Davon ist jetzt kein Gespräch und auf jeden Fall ist es so, woher bekomme ich die zweite Weiß 2? Vielleicht irgendwann mal gebraucht. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall sehe ich für Pokémon Weiß 2 erstmal keine Fortsetzung. Ich werde es privat zu Ende spielen. Ja. Ich weiß, ich habe durch das Let's Play ziemlich viel Ärger eingehandelt, aber egal. Das, was ich jetzt noch sagen wollte, ist, ja, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ja, ja, es ist so, ich habe ja gehört, warum ich das Handy anspreche. Ganz einfach, weil ich gehört habe, dass man, auch wenn ein Handy ausgeschaltet ist, Videos hochladen kann. Ja, und das wäre ganz gut, wenn das so wäre. Und ich kann mit meinem Computer das einfach nicht. Es dauert einfach zu lange, 480p hochzuladen. Ja, das war das Infovideo, das Spontane. Tut mir wirklich leid, Leute. Haltet die Ohren steif und genießt weiter mein Let's Plays. Ach ja, vollkommen vergessen. Das Ersatzprojekt. Ich werde natürlich zwei Projekte machen. Allerdings bleibt Ocarina of Time, das ich ja auch schon zu drei Parts aufgenommen habe, neu. An zweiter Stelle und an erster Stelle wird halt sein ein neues Spiel und ich mache es nämlich immer so, ich spiele ein Handheld-Spiel und ein Heimkonsolenspiel und ich denke mal, es wird Zeit mit dem ersten 3DS-Let's Play anzufangen. Ich kann nur mal so einen kleinen Tipp geben, es ist ein Jump'n'Run aus dem Jahr 2012 und da ich jetzt auch Ferien habe, habe ich auch Zeit, es hochzuladen. Ja, ich werde wahrscheinlich heute damit beginnen, es aufzunehmen oder in den nächsten Tagen halt. Am Montag muss es halt hochgeladen werden. Ja. Aber ich habe schon am Wochenende viel zu tun. Ich möchte jetzt nämlich endlich Weiß 2 durchspielen, um endlich auch mal den Assistentenmodus freizuschalten. Ja. Aber ich denke mal, ihr könnt euch alle denken, was das für ein Jump'n'Run ist. Es ist ein 2D-Jump'n'Run. Also freut euch schon mal auf die kommenden Projekte und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao!